Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Moin und willkommen, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Heute habe ich ein sehr wichtiges Thema, was mir persönlich eigentlich auch auf dem Herzen liegt oder was eigentlich auch in mir selber kocht und brodelt. Empathie. Es geht um euch aufgeweckten Menschen. Also, ihr müsst euch mal eins vor Augen führen. In all den Jahren oder in der gesamten Zeit, seit es den Menschen und Homo sapiens oder Homo sapiens sapiens, den modernen Menschen, seit es uns gibt, in all dieser langen Zeit, seit der wir auf diesem Planeten sind, haben wir so vieles, so unglaublich vieles erschaffen, erbaut, was weiß ich nicht, was alles gemacht haben, auch selbst körperlich was auf die Reihe bekommen. Schaut euch die Parkourläufer an, die Artisten, die riesigen Türme, die wir gebaut haben, die Technologie, die wir entwickelt haben. Es ist unglaublich. Also, mal von den gesamten Positiven, von all dem Positiven, was die Menschheit auf die Reihe bekommt, wie macht und kraftvoll wir im Positiven sind, was wir für Berge versetzen können. Das schafft fast keine andere Spezies oder keine andere mir bekannte Spezies. Mal von Pflanzen und Tieren abgesehen. Ich denke mal, dass sie auch eine Menge. Ich meine, ich muss zum Beispiel kann durch Wände durchwachsen. Sehr faszinierend, was das Leben an sich auf die Reihe bekommt. Aber was wir Menschen auf die Reihe bekommen, was wir schaffen können, was auch körperlich ausfressen können, was wir erklimmen können, das ist unglaublich. Viele in meinem Umkreis, die ich kenne, sind ja leider sehr negativ eingestellt. Ich sage aber auch immer wieder, Leute, was ihr erreichen könnt, das ist unglaublich, das ist so kraftvoll, so wunderschön. Wenn man es aber im Positiven nutzen kann. Auch die heutige moderne Computertechnologie. Ich bin ein Technikfan. Aber leider Gottes wird die Technologie eben für machtvolle und machthungrige Menschen, oder wenn es überhaupt Menschen sind in meinen Augen, machthungrige Wesen benutzt, ausgenutzt. Sie kann aber so Wundervolles vollbringen. Du kannst riesige Datenbanken anlegen, du kannst, was weiß ich nicht, also es ist wirklich unglaublich, was sie auspressen können. Ihr müsst nicht darauf warten, dass da irgendein Messias zu euch kommt. Ihr selber seid der Messias, ihr könnt euch selber erretten. Sieht man ja jetzt mit den Mahnwachen oder zumindest den richtigen Leuten, die da auf der Straße gehen und was bewirken wollen. Es fängt jetzt gerade wieder an. Und das ist schon etwas Wunderschönes, etwas Wunderbares. Lasst euch davon abbringen. Also in dieser Hinsicht, ihr müsst nicht auf den Messias warten. Ihr selber seid es. Ich selber habe es jetzt auch nach einigen Jahren geschafft, endlich rauszugehen, auf die Straße gehen und zu brüllen sogar. Ich nicht mit mir. Ich bin zornig. Nicht mit mir zum Geier nochmal. Und das steckt auch in euch. Auch wenn ihr noch im Halbschlaf seid, aber ihr spürt es ganz genau. Ihr spürt es ganz genau. Erstens, dass ihr was könnt. Hand aufs Herz. Also absolut Hand aufs Herz. Ihr spürt es, ihr wisst es. Jeder einzelne von euch. Gerade die, die frei sind. Gerade mit einem freien Kopf, mit einem freien Denken. Es ist euch klar. Also, wartet nicht auf den Messias. Ihr selber seid es. Ihr könnt es schaffen. Es liegt nur an euch. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf der Straße.